Das Thema scheint dir unangenehm zu sein. Andere Projekte wie die Teufelin von Karok? Er murmelt zornig vor sich hin und hebt die Hände zur Decke. For years I've been trying to create another like the Devil of Kerrick. Yet those post-Nacos in Star World destroyed my machinery. Seit Jahren versuche ich noch einmal etwas wie die Teufelin von Karak zu schaffen, aber diese Postinagos in Stalwart haben meine Maschinen zerstört. Seine schlaffe Haut zittert, so zornig ist er. Now I can only create these broken, mindless things. The devil remains my most perfect creation. Nun kann ich nur noch diese kaputten, stumpfsinnigen Dinge herstellen. Die Teufelin bleibt meine perfekteste Schöpfung. Seine Lippen verziehen sich verbittert. Warum brauchst du noch mehr Golems? I can't present the Devil of Kerrick to the academies, can I? A mad woman and a murderer? No. I need to bring a success to the Republics. Ich kann die Teufelin von Karak wohl schlecht in Akademien präsentieren, oder? Eine wahnsinnige Mörderin? Nein, ich muss mit einem Erfolg in die Republiken zurückkehren. Er reibt sich stirnrunzelnd die Hände. Moment, woher hattest du die Seen, um diese anderen Golems zu schaffen? Smugglers, Slavers, Fugitives. The kind of riffraff that passed this way. Rarely missed. And good work to keep my little devil busy. Schmuggler, Sklavenhändler, Flüchtlinge. Was sich eben für Abschaum in diese Gegend verirrt. Sie werden selten vermisst und es ist ein guter Zeitvertreib für meine kleine Teufelin. Er zuckt mit den Schultern. Vergiss es. Something else? Quay. Sonst noch etwas, Quay? Ich wollte mehr über die Expedition erfahren, die vor mir bei dir war. As would I, but there is little to tell. They never gave their names. Das würde ich auch, aber es gibt zu wenig zu sagen. Sie haben ihre Namen nie genannt. Er zupft an seinem Backenbart. But they seem to know more about the battery than the others. Which is unusual, because they did not seem like typical adventurers. Aber sie schienen mehr über die Batterie zu wissen als die anderen, was ungewöhnlich ist, weil sie nicht nach typischen Abenteuern aussahen. Er hebt seine schneeweißen Augenbrauen. Their hands were smooth and marked with ink, not scars. And they traveled light. Unusually so. Ihre Hände waren glatt und voller Tinte, nicht voller Narben. Und sie hatten wenig Gepäck, auffällig wenig. Er reibt sich das Kinn. In der Tat ungewöhnlich. Was glaubst du, wonach sie gesucht haben? Well, himself could not have said. And I haven't the time to concern myself with the business of strangers. Wade selbst hätte es nicht sagen können und ich habe keine Zeit, mich mit den Angelegenheiten von Fremden zu befassen. Dann leb wohl. Neue Quest. Einer ist entwischt. Also einmal hat sich wahrscheinlich... Ah, das ist die Quest für die Teufelin. Ich bin in der Weißmark einer seltsamen neuen Verbündeten begegnet. Einem Golem mit der Seele einer Mörderin. Kurz nachdem ich ihr und ihrem Meister begegnet bin, hat sie mich gebeten, mich begleiten zu dürfen. Die Teufelin von Karok hat mich gebeten, sie zu begleiten, nachdem ich erwähnt hatte, dass ich eine Wächterin bin und in das Dorf zurückkehre, in dem sie gefangen genommen wurde. Ich weiß nicht, worauf sie es abgesehen hat, aber ich werde sie genau beobachten. Wo ist nochmal... Hier. Die Buße des Fischers. Gavino glaubt, dass Grinde irgendwo in der Fischerei seinen Vorrat an Rieselschwamm versteckt hat. Er hat mir empfohlen, das Gebäude nachts zu untersuchen, nachdem alle Fische nach Hause gegangen sind. Gut. I'm here. Ist hier noch irgendwas? Oh, Flammenwand. Was meinst du denn, was du da tust? Okay, wir sollten ihn nicht weiter beklauen, sondern gehen. Wir haben ja noch ein bisschen was in der Oberfläche zu erledigen. Aber yikes, großer Keller, ey. Da hat er sicherlich viel Arbeit gehabt, das alles auszuhöhlen.
Gut, das heißt, wir machen jetzt noch das Gebiet fertig, dann kehren wir nach Stalwart zurück. Dann tauschen wir Kanna gegen die Teufelin. Bei die ist, soweit ich weiß, eine Schurkin. Und ja, Kana ist so ziemlich der einzige, den wir noch nie eingetauscht haben. I will walk unseen. So, wir haben hier ja noch ein bisschen was zu erkunden. Ich habe was entdeckt. Wo habe ich jetzt gerade was entdeckt? Irgendwo. Ja, und das hier ist das Kopfgeld. Genau. Okay, der junge Drache ist jetzt da und gleich wieder weg, oder? Ja. Oh, was ist das? Streitflegel. Das ist der Kopf. I'd be glad to. Brechstange und Rastvorräte. Jetzt habt ihr mit dem blutigen Schlamm rund um diesen umgeworfenen Wagen findest du die Spuren, die auf dem Pfad in den Süden führen. Ja. Jetzt gehen wir hier hoch zu den Eistrollen erst einmal. Good thing I sold most of my jewelry. Good thing I sold most of my. Stand together! Oh, wir kriegen sie sogar einzeln, was praktisch ist. What? At once. Great. Ich sollte auf jeden Fall gucken, dass ich mit Duens immer die Zauber benutze, die er bei Begegnung benutzen kann. I shall be discreet. Oh, noch ein Zugang. Batterie-Wachturm. Ah. Ganz ehrlich, wer würde es schaffen, in
Also wenn die Batterie noch voll be... Intellekt für Ausdauer. Plus wenn Ausdauer. How may I help? Ach ja, hier trage ich viele Fallen. Hundertmal pro Begegnung nutzen. Achso, den muss ich irgendwem geben. Und das sind alles Fallen, die ich verkaufen könnte irgendwann mal. Wobei es ja auch ein Achievement gibt, fünf Fallen zu stellen. I shall. I'm here. Sollte ich vielleicht mal auf engstem Raum machen, fünf Fallen aufstellen und dann... Wie sieht es eigentlich so mit meinen Sachen hier aus? Ehrlich, wohltätig. Alles noch normal. Gucken wir mal in diesen... Achso. Da geht's einfach nur hier hoch. Als du den Bogen ergreifst, vibriert er mit einem seltsamen und doch vertrauten Energie. Du durchsuchst nach das Bündel und findest den silbernen Pfeil, den du einem verletzten Wolf... den du in einem verletzten Wolf gefunden hast. Als du Pfeil und Bogen aneinander hältst, springt der Pfeil plötzlich an seinen Platz. Du hörst ein knisterndes Summen und ein fahles Lichtband beginnt sich zwischen den Enden des Bogens zu bilden. Als du den Pfeil nach hinten ziehst, spürst du einen äußerst soliden Widerstand. Sturmrufer zum Inventar hinzugefügt. Ein seengebundener Jagdbogen. Ja. You can trust me. Gut, dann können wir jetzt hier über die Brücke, weil hier sind wir fertig. Step lightly. Da geht's wahrscheinlich zur Batterie hoch, deswegen gucken. Nee, gehen wir zur Batterie hoch und gucken uns dann auf dem Rückweg dort um. Hier sind auf jeden Fall Kanonen auf den Mauern. Zwerge. Also Seelen von Zwergen. Also ja, Dürgans Batterie hatte definitiv auch eine Außenmauer. Die war aber wohl scheinbar nicht so gut befestigt wie das Haupttor. Sag ich, und hier stehen überall Kanonen rum. Na, rasten will ich nicht. Ich wollte einfach nur aufstehen. That caravan must have had a half ton of steel. Coinmaster Zoltan's finally getting his way. Diese Karawane muss eine halbe Tonne Stahl geladen haben. Münzmeister Zoltan bekommt endlich seinen Willen. For now, the other commandants will have his head. Früher erst, die anderen Kommandanten werden ihm den Kopf abreißen. Only if they don't tear each other to pieces first. I heard Maroon and Exandru. Nur wenn sie sich vorher gegenseitig in Stücke reißen. Ich habe gehört, wie Maroon und Exandru... Last thing I want is to get on Maroon's bad side. Psst, ich bin nicht versessen darauf, es mit mir mit Maroon zu verscherzen. Fine, just say the words then. I'm getting hoarse. Gut, sag es einfach. Ich werde schon heiser.
The lesser the man, the greater the things he builds to compensate for it. Je kleiner der Mann, desto größer die Dinge, die er baut, um sie zu kompensieren.